Willkommen zurück zu Minecraft Bedrock Redstone Mechanics. Ich bin wieder da und ich habe euch was mitgebracht. Und zwar das da. Ja, ich habe einen weiteren Fahrstuhl gebaut. Und ihr seht, der ist wesentlich kleiner als der andere und hat einiges an Funktionen. Was für welche, das zeige ich euch nach dem Intro. So, ihr erinnert euch bestimmt, vor ein paar Monaten habe ich einen anderen Fahrstuhl gebaut und jetzt fragt ihr euch vielleicht, wo sind die Unterschiede? Kommen wir erstmal dazu, dass das hier nur ein Einzelschacht-Fahrstuhl ist und das da ein Doppelschacht-Fahrstuhl war. Das heißt, da waren zwei Kabinen, hier ist nur eine. Dann noch die Größe. Natürlich ist das hier doppelt so groß, weil es natürlich zwei Schächte sind. Aber auch so ist da ein Unterschied. Also schauen wir mal, die Größe ist jetzt egal, weil das natürlich darauf ankommt, wie hoch wie viele Etagen ihr natürlich habt. Und jetzt haben wir hier 9 in der Tiefe und 25 in der Breite. Das war der alte Fahrstuhl. Und jetzt gehen wir mal hier rüber zum neuen. Und da haben wir 10 und 11. Das heißt, er ist ein Block tiefer geworden, ist aber von der Breite her 1,5 Blöcke kleiner. Ja, das heißt, in etwa dieselbe Größe beibehalten. Ich meine, ein Block tiefer, aber ein Block von der Breite schmaler. Das ist doch was ganz Schönes. Und ihr seht jetzt auch, ja, das ist mir auch schon vorher bekannt gewesen. Hier, schaut es euch an. Das ist gigantisch großer Raum. Ja, ihr könnt hier einen Swimmingpool einbauen. So viel Platz ist hier drin. Und hier drüben haben wir das nicht. Es gibt hier zum Beispiel eine Lücke, okay. Genau gesagt eine zweibreite Lücke, die geht von unten bis nach oben durch. Beziehungsweise hier gibt es einen kleinen Aussetzer. Aber hier könnt ihr einfach ein Gerüst reinbauen, falls irgendein Problem auftritt mit dem Fahrstuhl. Dann könnt ihr hier ein Gerüst reinbauen und überall hingehen. Ja? Und auch von den Querverstrebungen her gibt es hier einige Lücken. Ja, auf die andere Seite muss man dazu mal gehen. Also hier durch und hier und hier. Ja? Also ein bisschen Platz gibt es auf jeden Fall noch und man kann bestimmt noch dran irgendwas verbessern. Aber ein bisschen Platz braucht man auch, sonst ist das halt nur ein Klumpen voller Redstone. Also ist auf jeden Fall ein Unterschied, die Größe. Ist in etwa gleich geblieben. Eine Seite ist aber länger, andere Seite ist schmaler. So, die nächste Sache ist die, wo ist denn der Fahrstuhl? Da. Und hier haben wir die Fahrstühle, ein unten und ein oben. Also wenn man hier einen Knopf gedrückt hat, kennt ihr, ein Fahrstuhl kam von unten, hier, der da kam von unten, fährt wieder nach oben, beziehungsweise bleibt kurz stehen, fährt dann nach oben, der kommt von oben und fährt dann nach unten. Und jetzt fahren sie wieder los und sind jetzt auch wieder am Ziel angekommen. Die haben jetzt einfach einmal die Plätze getauscht. Der da war vorher unten und der da war vorher oben. Und jetzt gehen wir mal hier zu dem Fahrstuhl. Und da ist der Fahrstuhl gerade oben. Das heißt, wir rufen ihn einfach mal in unser Stockwerk hier rein. Und warten kurz. Da ist er auch schon. Und passiert nichts. Ja, also der bleibt wirklich stehen. Da habe ich keinen Timer oder so eingebaut. Davon gibt es nichts. Da schon. Hier nicht. Der wartet einfach, bis ihr einsteigt oder bis ihr eben auch nicht einsteigt. Also hier haben wir hier natürlich die Ruffunktion. Das ist sogar fast genau dasselbe, was ich vorher hatte. Also das habe ich fast 1:1 kopiert und habe nichts dran verändert. Und hier drüben haben wir die beiden neuen Funktionen, beziehungsweise eine Funktion, aber mit zwei Sachen, die man machen kann.
Und zwar könnt ihr euch jetzt entscheiden, wohin ihr fahren wollt. Ich will also mal nach oben fahren. Es geht gerade schneller. Also klicken wir den oberen Knopf. Das rattert. Und der Fahrstuhl ist oben angekommen. Das heißt, ihr könnt euch aussuchen, wohin ihr fahren wollt. Und weil es ja komplett sein muss, holen wir den nochmal kurz runter. Und schicken ihn jetzt nach unten. Da fährt er. Da war er gerade im ersten Stock. Und da ist er im Erdgeschoss. Ihr seht, der wartet also einfach auf euch. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt auch, was, wenn der Fahrstuhl hier ist und ich den haben will, zum Beispiel weiter oben. Das ist ganz einfach. Ihr seht, der Fahrstuhl ist angekommen. Klicken hier drauf und warten kurz. Es rattert wieder. Und da ist der Fahrstuhl tatsächlich stehen geblieben. Irgendwas ist kaputt gegangen. Stark. Das hier ist draußen. Okay. Ah, okay, da ist was kaputt gegangen. Ihr seht, der ist noch nicht perfekt. Und ich hatte jetzt auch noch nicht vor, daraus ein Tutorial zu machen, sondern nur eine Preview. Aber das kann auf jeden Fall passieren. Das ist mir auch schon mehrmals jetzt passiert. Ja, aber ich glaube, ich weiß, woran das liegt. Also sollte kein Problem sein. Jedenfalls habt ihr schon gesehen, der ist auf jeden Fall nach oben gefahren. Und wäre er nicht hier kaputt gegangen, dann hätte er auch hier angehalten. Das heißt, ihr könnt ihn auch in jede Etage rufen, die ihr wollt. Und wenn ich das jetzt mal kurz hier repariere, ich habe ja hier noch einige Sachen dabei. So, und dann brauche ich, glaube ich, noch ein Redstone. Und zwar muss ich erstmal hier das hier deaktivieren. So, das wird dann kurz zurückgesetzt. Und ihr seht, jetzt ist das auch eingefahren. Und dann geht ihr mal nach oben. Einmal so. Einmal so. Oh, das wollte ich nicht. Und dann einmal so. Und da ist er auch stehen geblieben. Ja, jetzt ist er wirklich stehen geblieben. Und nicht, weil er wieder kaputt gegangen ist. Gucken wir vorne. Und er ist oben angekommen. Also ihr seht, hat noch ein paar Probleme. Aber an sich funktioniert der schon mal sehr gut. Und nur während ich die Aufnahme mache, ist das passiert. Davor auch schon ein paar Mal, aber relativ selten. Also, das war's so ziemlich mit der Preview. Ihr könnt also mit diesem neuen Fahrstuhl den rufen, euch richtig viel Zeit lassen, aussuchen, wohin ihr wollt, also entweder nach oben oder nach unten. Und ihr könnt ihn auch aus jedem Stockwerk rufen. Ist natürlich sehr viel besser als der alte und hat auch noch fast dieselbe Größe. Ja, ist ein Block tiefer und ein Block weniger breit. Hat also in etwa dieselben Funktionen. Ihr könnt einfach zwei von denen direkt nebeneinander bauen und dann merkt man vielleicht keinen Unterschied zwischen dem da und dem neuen hier. Also Leute, das war's mit der Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss!